Das heißt, da sagt er, Silman Tata'ak, das heißt, füge den zusammen, zum Beispiel, wenn jemand mit dir den Kontakt abgebrochen hat, Min Kata'ak. Kata'ak, das ist der, der den Kontakt mit dir abgebrochen hat, versuche diesen Kontakt wiederherzustellen. Wa ahsin illa man asa'a ilayk, und sei gut zu dem, der schlecht zu dir ist. Wa qulil haqqa wa law ala nafsi, und sprich die Wahrheit, selbst wenn sie gegen dich ist. Deswegen sei gut zu den Menschen. Wir wissen, in Deutschland, es kommt immer mehr Druck auf uns zu. Man wird immer unwillkommener. Wir sind auch teilweise selber daran schuld. Auf der einen Seite die Hetzkampagne, auf der anderen Seite sind wir selber daran schuld. Aber sei du immer gut zu den Leuten. Immer. Egal, wie schlecht jemand zu dir ist, es ist manchmal schwer. Aber trotzdem, versuche es. Versuche ein gutes Beispiel zu sein. Und nicht wie einige Leute, die den Islam so durch den Dreck ziehen, die als Jugendliche sich Muslime nennen, durch die U-Bahn gehen und da irgendwelche älteren Herrschaften mit Tränengas besprühen. Ist das Islam, achi? La ilaha illallah. Da muss man sich schämen. Und diese Leute sollen sich schämen. Und ich sage das zu diesen Leuten. Ich glaube nicht, dass hier einer davon sitzt. Aber vielleicht kriegen sie das über das Internet mit. Ich sage euch das. Lasst diese Sachen sein. Benehmt euch wie vernünftige Menschen. Das sage ich nicht, weil wir euch hassen, sondern weil wir euch lieben. Aber wir lieben nicht das Schlechte, was ihr tut. Und deswegen bleibt davon fern, denn das ist nicht der Weg zum Paradies. Der Weg zum Paradies ist, dass du Islam spazierst. Für die Nicht-Muslime, die hier sind, Alhamdulillah, sind ja auch einige hier, gebe ich einfach den Rat, und natürlich auch für die Muslime, gebe ich den Tipp, nicht zu schüchtern zu sein. Das heißt, nicht Angst zu haben, die Religion zu praktizieren. Jeder, der nicht betet, sollte heute anfangen mit dem Gebet. Sei es Mann oder Frau, und anfangen, die Religion richtig zu praktizieren. Für die Nicht-Muslime der Tipp einfach, sicherlich wird es einige Bedenken geben. Wir werden gleich Fragen, kann man auf Zettel schreiben, da werden wir noch einiges beantworten. Wir müssen morgen noch, ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten auf morgen, die Zeit ist momentan bei mir sehr begrenzt. Denen gebe ich einfach den Tipp, beschäftigen Sie sich einfach mit dem Islam. Zum Beispiel kaufen Sie den Koran, oder wir haben auch einige Bücher draußen, die sehr nützlich sind, vor allem das Buch über den Ein-Gott-Glauben im Islam, dass man sich einfach mal damit beschäftigt. Und die wichtigste Adresse, fragen Sie den allmächtigen Gott auf diese Art und Weise, dass Sie die Hände so heben, wie Jeremia a.s. in der Bibel gemacht hat. Fragen Sie den allmächtigen Gott, zeig mir den richtigen Weg. Denn der allmächtige Gott wird Sie nicht in den Stich lassen. Oder fallen Sie auf das Gesicht mit dem Boden so, mit dem Gesicht auf den Boden, so wie der Prophet Isa a.s. Jesus in der Bibel gemacht hat. Das sind die richtigen Wege. So beten auch wir Muslime übrigens. Wir beten nicht so und so, denn so betet auch kein Prophet in der Bibel. Alle Propheten in der Bibel beten so oder mit dem Gesicht auf dem Boden. Das ist die Art und Weise, wo man Gott am nächsten ist. Dass man zeigt, ich bin ein Diener von dir. Ich bin ein Sünder, ein Diener von dir. Alhamdulillah. Dies ist sehr wichtig. Das ist das, was ich als Tipp gebe. Und objektiv einfach mal damit beschäftigen, wenn man im allgemeinen Wissen etwas zunimmt, oder im allgemeinen Wissen etwas dazu gewinnt, hat man in jedem Fall auch einen Vorteil. Selbst wenn man nachher den Islam nicht annimmt, hat man in dieser Zeit einen Vorteil gewonnen. Aber natürlich am jüngsten Tag ist es sehr schlecht für einen. Denn, wie schon gesagt, ist der Islam, so wie Allah im Koran sagt, der einzige Weg, der von Allah am jüngsten Tag akzeptiert wird. Und die Religion, die alle Propheten, die vorher waren, auch praktiziert waren, die Gottergebung. Ich sage diese Worte und bitte Allah um Vergebung für meine Sünden und der restlichen Gottergebenen. Alles, was richtig gewesen ist, war vom allmächtigen Gott. Und alles, was falsch war, was mit der Wahrheit nicht übereinstimmt, war von mir und vom Satan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.